Die Aufspaltung der AfD im Landtag im Zuge von Antisemitismusvorwürfen gegen Abgeordnete in eine AfD- und eine ABW-Fraktion im vergangenen Jahr hatte für großen Wirbel gesorgt und auch den Vorwurf, die AfD wolle so zu mehr Geldern kommen. Das aber sei faktisch nicht so, so heute Jörg Meuthen in Stuttgart, der alte und neue Fraktionsvorsitzende der mittlerweile wiedervereinigten AfD-Fraktion. Nach Abschluss aller Rückzahlungen, die unter Wahrung aller gesetzlichen Fristen korrekt und rechtlich einwandfrei vorgenommen wurden und werden, ergibt sich ein Vorteil für den Steuerzahler in Höhe von gerundet 425.000 Euro für den Zeitraum Mai 2016 bis März 2017. Laut dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Rainer Podewsa habe das Land sogar faktisch weniger Ausgaben gehabt, denn die AfD habe im Vergleich mit anderen Parteien viel weniger Geld als berechtigt in Anspruch genommen. So habe diese nur einen parlamentarischen Berater eingestellt. Meuthen wies zudem den Vorwurf des Chefs der FDP-Fraktion, Hans-Ulrich Rülke, zurück. Er habe im Parlament hinsichtlich der bereits erfolgten Rückzahlungen gelogen. Haben Sie zurückgezahlt? Daraufhin habe ich in einem Zwischenruf hineingerufen, ja, natürlich, wörtliches Zitat. Dann hat Herr Rülke eine weitere Frage gestellt an mich. Haben Sie inzwischen alles zurückgezahlt? Dann nehmen wir zu Protokoll, es wurde alles zurückgezahlt. Das, mit Verlaub, hatte ich aber gar nicht gesagt. Vielmehr habe er Meuthen korrekt gesagt, dass Rückzahlungen bereits geleistet wurden. Die Zahlungen, die bis dahin leistbar gewesen seien, habe man fristgerecht zurückgezahlt. Bei den anderen fälligen Rückzahlungen habe die Landtagsverwaltung bis dato die dafür unumgänglichen Kassenzeichen noch nicht zugestellt. Die nächste Zahlung finde fristgerecht am 11. März statt. Dieser Vorwurf der Herren Gall und Rülke, ich hätte gelogen, den ich soeben entkräftet habe, scheint mir auch eine mehr oder minder absurde Gegenattacke zu sein für die enormen Zusatzkosten, gegen die wir uns ja nun entschieden gewandt haben, im Zuge der Anpassung der Abgeordnetenvergütung. Die Vorwürfe seien stattdessen ein abgekartetes und durchsichtiges Spiel. Wie viel die AfD bisher an Rückzahlungen geleistet hat, wollten Meuthen und Podewsa heute nicht sagen.